Schichtdienst. So viele Menschen arbeiten im Schichtbetrieb. Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast ist Sicherheitsmitarbeiter und Hauptgefreiter der Reserve. Damit hat er durchaus keinen 9-to-5-Job und genau hier liegen die Herausforderungen. Herzlich willkommen, Sören Raber. Einen wunderschönen guten Abend oder wie wir in Hessen sagen, ein guter. Lieber Sören, schön, dass du da bist. Spannendes Thema. Was arbeitest du und vor allem, wie sind denn deine Arbeitszeiten? Ja, ich arbeite jetzt als Sicherheitsmitarbeiter. Meine Arbeitszeiten sind bis zu 12 Stunden, manchmal halt auch länger, je nachdem. Und ja, das ist schon eine Herausforderung, wenn man sieht, das Dienstliche. Gut, jetzt ist es zurzeit ein bisschen ruhiger geworden, aber ich hatte halt schon dienstliche Aufträge, wo es ruppig zuging, wo man wirklich komplett im Eimer, auf Deutsch gesagt, nach Hause gekommen ist. Aber wir müssen ja Kind und Kegel irgendwie schon die Wupp kriegen, noch im Privaten, ne? Da interessieren mich gleich schon ganz viele Sachen. Das werde ich dich gleich fragen, was du für dich tust bei so langen Arbeitszeiten und was ja auch sehr anstrengend ist, auch mitunter körperlich. Ich höre jetzt tatsächlich auch von Menschen, die gerne Schicht arbeiten. Unabhängig davon, ob man das nun gerne mag oder nicht, gibt es meiner Meinung nach sowohl körperliche Herausforderungen, also Stichwort Biorhythmus, Schlaf, Ernährung, als auch, ich nenne das jetzt mal soziale Herausforderungen, denn ich sehe, dass so vieles auf Bürozeiten ausgerichtet ist. Öffnungszeiten von Geschäften, Öffnungszeiten von den meisten Fitnessstudios, kulturelle Einrichtungen und so. Was sind denn deine Herausforderungen mit diesen Arbeitszeiten? Größte Herausforderung ist einerseits die Familie unter einen Hut zu kriegen und andererseits auch den Freundeskreis, weil, wie gesagt, viele sind halt so, die fragen ein, da sagt man, Entschuldigung, ich muss arbeiten, die fragen einmal, die fragen zweimal und dann waren das seine besten Freunde mal gewesen. Ja, weil die Leute sind einfach die Brotzeiten gewöhnt, von 8 bis 16 und dann können wir was tun. Nein, kann man nicht, weil ich arbeite im Wochenwechseldienst, das funktioniert nicht, ja. Oder halt aufs Wochenende mal weggehen oder so. Nein, funktioniert nicht, weil ich halt Schichtarbeiter bin. Ne? Das sind doch halt die größten Herausforderungen. Und ja, einkaufen etc. muss man halt mal dann zwischendurch mal machen. Ja, man braucht schon sehr effektives Zeitmanagement und auch Wissen, was halt wichtig ist an einem Tag. Und gerade wenn man auch total erledigt ist vom Dienst, solche Tage gibt es häufig, muss man trotzdem irgendwie, ja, die Fassung behalten und sagen, nein, ich muss jetzt noch dies, das und jenes halt machen. Und ja, manchmal ist es echt schon sehr, sehr anstrengend, ja. Siehst du denn für dich selber Vorteile, dass du eben nicht von 8 bis 16 Uhr im Büro sitzt? Du hast ja dann auch zu anderen Zeiten mal frei. Das ist richtig. Ich habe zum Beispiel dann frei, wenn die anderen Leute arbeiten müssen. Das ist natürlich auch zum Beispiel den Vorteil halt bei was Lehrer zum Beispiel oder halt mal eine Schwimmhalle etc. Also ist weniger Verkehr sozusagen, das ist halt schon mal ein Vorteil. Weil ich habe in der Regel halt unter der Woche mal frei, ja. Das ist schon ein immenser Vorteil. Worauf achtest du denn, was deinen Schlaf betrifft? Gibt es da irgendwelche Tricks? Ja, also was meinen Schlaf betrifft, ich versuche halt immer auf 7 Stunden Schlaf zu kommen, wenn es mir möglich ist. Manchmal ist es halt so, aufgrund von Bus- und Bahnverbindungen plus Dienst, dass man halt schon mal bis zu 15 Stunden unterwegs ist, dann wird es auf gut Deutsch eng im Gehege sozusagen mit dem Schlafen, weil, wie gesagt, schon erwähnt, die anderen Aufgaben müssen ja auch gemacht werden. Und ja, aber im Großen und Ganzen versuche ich halt auf 7 Stunden Schlaf zu kommen. Und klar, es hat man halt noch viele Dinge im Kopf. Sei es der Dienst, sei es das Private, wie auch immer. Und habe ich schon gewisse Maßnahmen getroffen, damit ich doch etwas entspannter schlafen kann. Ja. Das ist, ja. Aber da können wir ja nochmal drüber reden, über diesen Tipp. Auf jeden Fall, das interessiert mich natürlich auch. Kannst du denn zu jeder Tageszeit schlafen? Also tagsüber, nachts ja sowieso. Oder hast du dann Schwierigkeiten, wenn es draußen zum Beispiel hell ist oder wenn einfach dein Körper denkt, es sei jetzt Tag? Dadurch, dass ich das schon viele, viele Jahre mache, ist der Körper schon dran gewöhnt. Ich persönlich habe toi 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 keine Schlafprobleme, eher selten.
oder ganz selten. Aber tagsüber schläft man doch unruhiger, weil, ja, das ist halt der Biorhythmus sozusagen, ne? Also, wenn der Körper schlafen will, dann kann er nicht schlafen, weil er im Dienst ist. Ja, oder wenn er schlafen soll, dann kann er wiederum manchmal nicht schlafen. Also manchmal ist es halt sehr, sehr schwierig. Aber im Großen und Ganzen, toi, 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 kann ich doch schlafen. Aber ja, tagsüber hat man halt den ganzen Radau, sage ich jetzt mal, vom Nachbar, von der Straße und so weiter und so fort. Gerade im Herbst mit den Laubbläsern, ne? Da könnte man Anstandsstellen verteilen, aber gut, die machen halt auch nur ihre Arbeit. Ja, zu den Zeiten. Was sind denn deine Tipps für besseren Schlaf, wenn du sagst, dein Kopf keine Ruhe gibt? Was machst du dann? Ja, ich habe eine wunderbare Notiz-App, die mit dem Elefanten, und da habe ich einen Unterbereich, der nennt sich Gedankenquarantäne. So, das bedeutet, wenn jetzt irgendwas in meinem Kopf ist, irgendein Problem, dann muss ich unterscheiden, ist dieses Problem akut? Dann kann ich ja sowieso nicht schlafen, weil dann muss ich das akute Problem erstmal lösen. So, wenn das aber ein Problem ist, weil es erst nächste Woche ist oder irgendwann mal ist oder irgendwas aus der Vergangenheit oder wie auch immer, also was mich gerade halt beschäftigt, aber halt nicht gerade akut ist, kommt in die Gedankenquarantäne. Schreibe ich dann halt rein in meine Notiz-App und alle 14 Tage ploppt das auf und dann überprüfe ich das, was ich da aufgeschrieben habe und kann es dann halt auch in Ruhe bearbeiten. Aber so habe ich erstmal Kopf frei und erstmal alles weggeschoben sozusagen in die Gedankenquarantäne. Dadurch ja, lebe ich entspannter und schlafe auch entspannter. Sehr guter Tipp. Und wie viel ist dann nach 14 Tagen überhaupt noch aktuell, wenn du das durchliest? Ja, ungefähr ein Viertel davon, von dem Ganzen, was ich aufgeschrieben habe. Ungefähr ein Viertel, ja. Aber oft sage ich mir, Mensch, das ist doch Schnee von gestern oder was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, hast du dich irgendwie gerade in deinem Gedankenspiel irgendwie verrannt oder zu sehr Sorgen gemacht oder sowas? Also manches ist es doch schon Blödsinn, aber halt ein Viertel davon sage ich, okay, da denke ich halt nochmal drüber nach. Und ja, dann nehme ich halt meine Problemlösungs-Checkliste, die ich ja auch mal zukommen lassen habe heute. Wunderbar. Hast du auch Tipps, um sich gesund zu ernähren? Also ich weiß es nicht, aber ist es zum Beispiel in der Nachtschicht falsch, wahrscheinlich einen Schweinsbraten zu essen, wenn der Körper denkt, es sei Nacht? Also leichte Ernährung oder gar nichts essen? Befolgst du da auch irgendetwas? Ja, die Sache ist die, wenn man isst, dann kann der Körper in der Regel nicht ruhen, weil er ja erstmal verdauen muss, etc. Er arbeitet. Ja, das schon. Aber im Gegensatz zu vielen, vielen Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, ernähre ich mich nicht wirklich von Fast Food oder mal schnell einen Telefonkoch, der vorbeikommt, ne? Sondern ich habe schon ja, ausgewogene Ernährung mit mal Apfel, mal eine Kiwi, ja, also halt gesund, sofern es möglich ist, ernähre ich mich schon, ja. Und da kommen wir auch wieder zu dem Irrsinn, was halt die anderen Coaches und Ernährungsberater alle sagen, ja, man muss sich gesund ernähren mit dem und dem und dies, das und jenes. Wo ich mir dann im Umkehrschluss denke, hast du schon mal geguckt, wie teuer der ganze Spaß ist? Weißt du, wie teuer ein Avocado ist zum Beispiel? Dann brauchst du noch dies, das und jenes für den und den speziellen Salat, weil der gerade dies, das und jenes macht. Aber die Kosten für eine gesunde, also richtige gesunde Ernährung kannst du heute keiner mehr richtig leisten. Das ist nur mal Tatsache. Empfinde ich zumindest so. Und deswegen versucht mal halt, so gut es geht, sich gesund zu ernähren, weil es auch wichtig ist, an Nährstoffen etc., damit der Körper auch entsprechend funktioniert. Ja? Also, es ist wie eine Maschine, die man halt betanken muss, sozusagen. Ja, ins Auto tun wir auch das beste Öl, nur in den Körper irgendwie nicht die beste Nahrung. Macht keinen Sinn. Ja, ich sage mal, wenn man es so sieht, im Körper wohnt man halt zur Miete. So. Und das muss halt auch mal renoviert werden und gepflegt werden. So sehe ich das. Und wir können nicht umziehen, Das stimmt. wenn es abgewohnt ist. Ja, das ist schwierig. Das stimmt, das stimmt. Deswegen muss man halt das Beste machen, um das halt gesund zu erhalten. Ja. Und nimmst du dir dann Sachen mit? Bereitest du dir das vor? Oder ich meine, wenn du unterwegs Sachen besorgst, ist das ja oft eher Fastfood-lastig. Das ist richtig. Ich nehme immer mein Essen mit.
Ich habe da meine wunderschöne Bento-Box, das ist so eine japanische Brotbox. Da ist so alles mit dabei, mit Besteck und so weiter und so fort, Mikrowellen geeignet, etc. Ja, dann habe ich halt mein Essen halt immer da drinnen. Ja, und dann ernähre ich mich halt aus meiner Bento-Box. Und das funktioniert wunderbar. Also wie gesagt, ich brauche keinen Telefonkoch oder ich muss mir nicht nachts um drei Gedanken machen, wo kriege ich jetzt mal eine Bockwurst her, sage ich jetzt mal. Ja, sondern ich esse immer in Ruhe. Immer. Also wenn ich dienstlichen Stress habe oder wie auch immer, dann esse ich nicht, sondern ich esse einfach immer in Ruhe. Und deswegen, weil unter Stress essen das Schlimmste, was man halt machen kann. Ja. Jetzt hatten wir Schlaf und Ernährung. Kommen wir mal zur Bewegung. Ich weiß, du treibst Sport, bewegst dich. Machst du das dann eher alleine, weil die anderen zu den Zeiten, wo du Sport treibst, vielleicht arbeiten und umgekehrt? Ich mache Sport hauptsächlich, also zumindest, ja, ich mache Sport hauptsächlich alleine, aber manchmal halt auch in Gemeinschaft. Also als Reservist der Deutschen Bundeswehr machen wir auch verschiedene Veranstaltungen. Und ja, setze ich KLF, körperliche Leistungsfähigkeit. Was machen wir denn noch? Wir machen Spendenläufe, überlaufen die Bundeswehr und Reservisten. Ja, also eigentlich viel machen wir gemeinschaftlich. Und ja, ansonsten halt mache ich Sport alleine. Ich mache auch zu Hause über VR zum Beispiel Sport. Ja, also man kann Sport machen, wenn man halt nur will. Aber alles nur eine Kopfsache. Na, weil viele Leute melden sich ja im Fitnessstudio an. Ja, und da können wir um 10 Euro zusammen wetten. Nach spätestens 7 Tagen sind sie wieder draußen. Das ist nun mal so gerade am Neujahr. Hat man so viele, ja, ich werde dieses Jahr gesünder leben, ich werde dieses Jahr mehr Sport machen und so weiter, melden sich, weiß der Teufel wo, überall an und dann so nach einer Woche, 14 Tagen, keine Lust, keine Zeit und wie auch immer. Ne? Ist einfach, ja, man muss was tun für seinen Körper. Ne? Das hat mir eben schon mal gesagt. Ne? Ich halte persönlich nicht so viel von Neujahrsvorsätzen, denn ich sage, wieso fängst du denn nicht heute damit an? Jetzt, in diesem Moment, Podcast auf Pause oder weiterlaufen lassen und dabei mal ein paar Kniebeugen, wenn du nicht gerade Auto fährst oder so, ja? Warum machst du es nicht jetzt? Wieso brauchst du ein Datum dafür? Ja, das ist halt immer die spannende Frage. Weil viele Leute es immer, die planen was, weil es halt toll klingt, und aber bereiten sich nicht entsprechend vor. Rein vom Kopf her. Na, und deswegen geht das halt auch schief, weil die sich halt nicht vorbereiten und auch nicht die Willensstärke haben. Na? Und ja, Kniebeuge, ja, das stimmt. Im Leben geht es immer rauf und runter. Das stimmt. Schöner Vergleich. Ja, und das ist einfach nur Kopfsache. Alles im Leben ist einfach nur Kopfsache. Impuls gleich Wirkung. So. Und deswegen ist halt auch ein guter Tipp, dass man halt ja, mit einem guten Freund, Bekannten zusammen auch Sport macht. Oder es halt auch öffentlich publik macht. Ne? Ich werde jetzt 15 Kilometer laufen gehen, dann und dann zum Beispiel. Da bin ich im Zugzwang. Jeder weiß Bescheid. Ja, und wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es ein bisschen doof, ne? Ja, Und dann deswegen. fragen die Leute, was ist los? Genau. Und wie Genau. schaffst du es, Und deswegen. also Kopfsache ja, wie schaffst du es, dich immer wieder zu motivieren? Also bist du jetzt auch müde vom Dienst und machst dann trotzdem noch was? Ja, also es gibt wirklich Tage, wo ich mir denke, oh, muss es denn unbedingt heute sein, ja? Aber manchmal hat man auch keine Zeit mehr, um irgendwas zu machen, weil die Spanne zwischen nach Hause kommen und Dienst zu kurz ist. Solche Tage hat man auch manchmal, aber wenn es halt möglich ist, ja, dann muss man sich nicht erst hinsetzen und weil wenn man sitzt, dann sitzt man, sondern gleich sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich mal wieder in die Pusten kommen und dann kannst du halt deinen Cooldown machen und dann ist halt schick. Man muss halt gleich anfangen. Weil, ja, ich habe damals auch sehr lange den Fehler gemacht, gleich fangen wir an, ne? Kennen wir ja. Und das ist aber nie was geworden. Ja, und das ist halt doof. Ne? Weil man will ja was erreichen, sei es privat oder sei es auch im Dienstlichen. Deswegen immer gleich sofort erledigen, wenn es möglich ist. Immer was besser hat man. Vor allen Dingen, dann hat man auch den Kopf frei. Dann ist die Aufgabe auch weg. Ne?
Ich stelle manchmal fest, ich schreibe mir Ideen und To-Dos in meinen Kalender und schiebe die von Tag zu Tag zu Tag. Und das ist so ein Blödsinn, anstatt die Dinge zu tun oder gleich wegzuwerfen. Denn wenn ich sie nie mache, muss ich sie nicht eintragen. Und wenn ich sie machen möchte, kann ich sie ja auch jetzt machen. Also so kleinere Sachen. Na gut, dann macht er einfach dieses Prinzip von den Aufgaben her nach Priorität sortieren. Ja. Und halt das, was akut und wichtig ist, muss gemacht werden, egal wie. Und die anderen Aufgaben, die nicht so akut sind, kannst du auf den nächsten Tag verschieben. Ja, auch dann müssen sie auch gemacht werden. Definitiv. Wie du schon sagst, weil sonst brauche ich mir nicht aufzuschreiben. Das Ja. stimmt schon. Ne? Vor allen Dingen auch mit einer Zeitspanne dazwischen. Für die Aufgabe habe ich jetzt sonst so viel Zeit. Für die Aufgabe habe ich jetzt sonst so viel Zeit und so weiter und so fort, dass man halt sagt, okay, alle Aufgaben sind erledigt, im Zeitraum von bumm. Ja, das heißt, wir haben jetzt Zeit für diesen Podcast roundabout 30 Minuten. So, dann weiß ich ja, eine Zeitspanne von 30 Minuten, den Hörerinnen und Hörern so viel Input, was auch in ihr Leben hilft, auch mitzugeben und weiterzugeben. Ja, und deswegen. Ja. Ja, auch da wieder Planung und Vorbereitung und ein klares Ziel. Und im Übrigen dauert eine Aufgabe immer so lange, wie du glaubst oder wie du daneben schreibst, wie sie dauert. Wenn wir gesagt hätten, wir machen heute einen Podcast 2 Stunden lang oder 5 Minuten, dann hätten wir das auch gefüllt. Ja, definitiv. Also ich sage mal, das Leben ist so spannend und so vielfältig, da kann man schon vieles erzählen, ja. Das stimmt, ja. Was haben dich denn deine Jobs bislang und auch die Bundeswehrzeit, bist ja noch Reservist, mit all den Herausforderungen gelehrt? Hat sich da auch deine Einstellung im Leben geändert, wenn was Unangenehmes passiert? Ja, definitiv. Gerade auch die Bundeswehrzeit hat mir sehr viel gelehrt, dass man, ja, auch wenn man halt komplett im Allem immer weitermacht, immer weiter. Wie so eine Art Computerspiel, von Level zu Level quasi, ne? Ja, das, und ja, also ich sage mal, im Verlauf des Lebens, ja, das Leben prägt einen. Ja, das heißt, vom beruflichen her, was man als im Zivilen gemacht hat, oder halt beim Militärischen, gerade im Militärischen, ja, wird man halt extrem geprägt. Ja, dass man halt seinen Auftrag hat und er wird erledigt, egal wie. Ja, oder auch die Verbundenheit mit der Natur. Ja, ich sag mal, wenn man jetzt ein Dorfkind ist, dann kennt man schon ein bisschen die Natur, die Stadtkinder halt nicht. Und dann sagt, oh, ist das hier kalt, zu warm oder wie auch immer, aber man gewöhnt sich dran. Das ist er. Ja, und die Natur tut auch einem verdammt gut. Ja, die Natur heilt. Das ist nun mal Tatsache. Das haben schon die Japaner und Germanen vor über 1000 Jahren schon festgestellt, ja, dass die Natur auch heilt und auch befreit. Ja, diese Verbundenheit mit der Natur. Man muss es halt nur wollen und halt auch annehmen. Und dann funktioniert das auch. Ja. Ja. Und ansonsten, ja, von der Natur her oder sei es von der Gesellschaft her etc., man lernt viel, man wird viel geprägt, ja. Und dementsprechend kann man auch bewirken. Ja. Ja, und heute weitergeben zum Beispiel. Und halt. Was machst du denn mit der Natur, Sören? Gehst du barfuß im Wald spazieren oder so Waldbaden oder umarmst du Bäume oder wie hast du da den Zugang? Ja, einerseits nutze ich die Natur, um Sport zu machen. Ja. Zum Beispiel, wenn wir einen Spendenlauf haben, vom Lauf der Bundeswehr-Reservisten zum Beispiel, dann laufe ich gerne durch den Wald. Ehrlich gesagt, weil ich es zwischen auch mal unterbrochen, wenn der Bürger gerade mal eine Frage hat. Die Zeit nimmt man sich halt auch. Ne? Ansonsten nutze ich halt den Wald auch für Erholung, Erkundung, Entspannung, ja, die Region kennenzulernen, auch mal durchzuatmen. Vor allen Dingen auch ohne Handy. Also man hat das Handy schon halt dabei, aber halt auf Flugmodus sozusagen. Wenn man komplett verbunden ist mit der Natur und sich auch vom Kopf her auch die Natur auch annimmt. Und eine Kiefer zum Beispiel oder eine Eiche, ja,
Weiß ich nicht. Weil die Leute wissen das nicht mehr, wie die Natur lebt, aussieht und riecht, wie sie fühlt, wie sie einfach lebt. Das ist so spannend, die ganze Natur, ja, die Waldbewohner, die ganzen Tiere und so weiter und so fort. Ja, also ich sag mal, wir haben ja schon vor Abertausenden von Jahren in der Natur gelebt und auch mit der Natur. Sie gibt uns viel. Ja, und dementsprechend müssen wir auch die Natur auch behandeln. Ja, ganz klar. Und wie gesagt, also ich kann jedem halt nur empfehlen, raus in die Natur. Das hilft. Man muss es auch annehmen. Auch wenn es sehr kalt ist, sehr heiß ist oder wie auch immer. Es dauert eine gewisse Zeit, ehe der Körper sich daran gewöhnt hat, an das Klima oder an die Natur. Aber dann funktioniert das schon. Ja. Das ist halt der beste Tipp, den ich geben kann. Und auch mal hinschauen, was es da so alles gibt und wahrnehmen und fühlen, ja, wenn es kalt ist oder warm ist oder was auch immer, barfuß im Wald, wie sich das anfühlt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr heilend und sehr schön. Genau, und ja, man kann sich auch hinsetzen und auch sich die Seele freischreiben oder Gedicht schreiben oder wie es Japaner gemacht haben mit einem Haiku, nennt sich das. Ja, das ist ein japanisches Kurzgedicht zum Sinnieren. Na, zum Beispiel, jetzt in Herbstzeit steht dann halt drinne, der Wind trägt die Blätter, was man halt dann so wahrnimmt, ne? Dann schreiben die es halt auf, so ein Kurzgedicht, und der Leser kann es dann halt noch erweitern. Mit seinen Sinnieren, so wie er gerade darüber sinniert. Ne? Das ist halt ein Haiku. Und ja, man kann vieles machen in der Natur. Definitiv. Und das befreit auch einen. Man muss es halt nur wollen. Vor allen Dingen ohne Handy, ohne sonst offline. Ja. Man nennt das ZMMS, Zeit mit mir selbst. Schöne Abkürzung. Mache ich einen neuen Hashtag draus, wenn es den noch nicht gibt. Ja, das ist wichtig, dass man jetzt im Kalender einträgt, jetzt mache ich ZMMS 2 Stunden, und dann weiß halt jeder Bescheid von der Familie, Freunde, wie auch immer. Diese Zeit gehört ihm definitiv. Komme, was wolle. Ja, und das ist halt wichtig, dass man sich um sich selbst auch mal kümmert. Und das beschreibst du so schön, wo du gerade so unregelmäßige und sehr lange Arbeitszeiten hast. Also viele arbeiten ja 8 Stunden oder 8,5 oder so. Bei dir sind die Schichten teilweise sehr lang, wie du gesagt hast. Aber du schaust, was eben wichtig ist, ja, was dir wichtig ist. Schlaf, Ernährung, Bewegung, Natur, Zeit für dich. Also es ist offensichtlich eine Kopfsache und deine Entscheidung, wie du dir deinen Tag gestaltest. Denn wir haben ja jeder, also alle von uns haben 24 Stunden zur Verfügung. Ja, das ist richtig. Ich sage mal, nur wenn man mit sich selbst ja, im Klaren ist sozusagen, desto besser kommt man auch mit seiner Umwelt klar, sage ich jetzt mal, ne? Weil wenn ich mit mir selber nicht zufrieden bin, dann lebt man so häufig, ja. Dann kommt das auch gegenüber meinen Mitmenschen. Ich werde aggressiv, ich werde egoistisch und vieles, vieles mehr. Ja, weil die Leute mit sich selber unzufrieden sind. Das erleben wir doch in der heutigen Zeit gerade. Ja, gerade durch Corona. Corona hat den Verfall der Gesellschaft nur noch beschleunigt. Das ist Tatsache. Ja, ich sage mal, wenn man jetzt, ja, bei uns zum Beispiel hier in Wiesbaden, da kloppen die sich um Parkplätze. Der eine steigt aus mit einer Axt und so weiter und so fort. Ja, früher hat man gesagt, hey, bleib doch mal entspannt. Den Parkplatz, siehst du, ich habe geblinkt. Ja, also ich hätte Anspruch drauf, aber macht nichts. Dann nimmst du den jetzt und ich fahre weiter. Heutzutage gleich Aggression etc. pp. Weil Leute mit sich selber unzufrieden sind und ihre, ja, Aggressionsverschiebung etc. pp. Und so ist es nun mal, wenn man halt mit sich selber nicht im Klaren ist, weil man sich auch keine Zeit für sich selber nimmt, was einem auch wichtig ist. Dadurch entsteht sowas halt. Dieses Problem, was wir in dieser Gesellschaft halt haben. Leider, muss man dazu sagen. Leider. Ja, es ist sehr schade, denn das Leben ist super schön und ein Geschenk. Und das mit Aggressionen und Unmut zu verbringen und dieser Unzufriedenheit mit sich selber und dem Gejammer, wie schwierig alles ist. Also wir führen ja heute ein Gespräch. Ich denke mal, dein Job ist nicht so einfach. Ich habe bei Sportveranstaltungen, bei großen viel mit Security zusammengearbeitet und mit denen auch sehr viel gesprochen, wenn ich dann morgens wieder zum Dienst kam und die immer noch da waren nach der Nacht. Also es ist
nicht so leicht und easy von der Hand. Aber du hast es gesagt, Sören, es ist so viel Kopfsache dabei und innere Richtig. Einstellung. Richtig. Na, und ja, die Einstellung macht's halt. Na, und ich sag mal, wenn ich halt keine Lust habe auf diesen Beruf, dann wechsle ich einfach den Beruf. Ich habe nur ein Leben. Es ist so. Ja, aber der Computer, ja, ich bin zu alt, ich bin 45, ich bin 50, mich nimmt doch eh keiner mehr und ich muss doch weil, und ich muss doch weil. Dann sag ich, ja, dann hör doch auf zu jammern. Wenn du es nicht machen willst, dann hör auf zu jammern. Ja, weil wenn ich nichts verändere, dann bleibt's so. Ja, so. Also muss ich was verändern. Wenn's halt in meiner Ehe schlecht läuft, dann muss ich was verändern. Entweder weil ich die Ehe noch möchte oder ich lasse mich scheiden. Einfaches Prinzip. So. Ja, und so ist es eigentlich auch im Generellen. Ja, es ist Ja. dein Leben. Dann kannst du nicht immer anderen die Schuld geben oder irgendwelchen Umständen. Du bist der Regisseur im besten Fall von deinem Leben. Ja, also ich sage mal, Impuls gleich Wirkung. Na, so wie ich mich verhalte, dementsprechend kriege ich halt ein Feedback. Das ist er. Und jemand hat mal die Theorie aufgestellt, alles was im Leben passiert, ist man zu 98% selber dran schuld. Dann denke ich mir, das könnte hinhauen. Das passiert gerade, weil ich gerade da bin. Ich werde frühs um 3 auf der Straße überfallen, weil ich da gerade lang gegangen bin, ohne mich entsprechend vorzubereiten. Warum musste ich da lang gehen? Warum habe ich mich nicht vorbereitet? Aber ich bin jetzt nun mal da reingeraten. Durch meine Entscheidung. So, also hat er im Prinzip recht mit den 98%. Was passiert im Leben sind durch Entscheidungen. Impuls gleich Wirkung. Haben auf jeden Fall viel, viel mehr in der Hand, als zu jammern und zu sagen, ist halt so. Ja, wer sagt, ist halt so, der hat halt resigniert. Und ja, viele sind halt mit ihrem eigenen Leben überfordert oder haben resigniert oder. Wo ich mir denke, ey, es ist doch egal, wie alt du bist. Wenn dir was nicht passt, dann musst du es verändern. Auch wenn es schwerfällt. Und da spielt Alter doch keine Rolle. Wenn ich, wie schon gesagt, wenn ich halt mit Mitte 50 in meinem Beruf oder nicht zufrieden bin, weil ich entweder schlecht bezahlt werde oder was auch immer, ja, dann muss ich das halt wechseln. Dann ist es nun mal so. Ich habe nur ein Leben. Weil wenn ich, weil ansonsten, ja, ich innerlich kaputt. So. Ist es das, was ich mein Leben will? Innerlich kaputt gehen? Nee. Also eigentlich nicht. Ich will ja mein Leben etwas bewirken. Ja. So denke ich zumindest. Ja, da waren schöne, motivierende Tipps auch dabei. Ich denke, wir konnten einiges heute mitgeben. Gibt es noch was, Sören, was wir gar nicht angesprochen haben, was du den Hörern gerne noch mitgeben möchtest? Ja, also man kann jetzt so vieles, vieles erzählen davon, aber im Prinzip ist es so, jeder braucht seine eigenen Prinzipien und an die muss er festhalten. Ja, und wenn jemand was machen möchte, dann muss er auch das durchziehen und immer auf Kurs bleiben. Auch wenn es wie so eine Aktie auf und runter geht, man muss gucken, dass man halt immer auf Kurs bleibt. Um sein Ziel zu erreichen, das ist wichtig. Und vor allen Dingen der Glaube und die Liebe zu sich selbst. Das ist extrem wichtig.